Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Baldo. In der letzten Folge haben wir das Savoca-Gefängnis abgeschlossen. Und jetzt sind wir auf dem Weg zum Bobo-Tempel. Und ich glaube, wir müssen hier nach rechts gehen und uns dann irgendwie nördlich halten. Steht er vielleicht schon auf dem Schild? Genau, Bobo-Tempel hier entlang. Hier nach oben? Sind wir hier richtig? Das sieht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Da haben wir direkt einen Gegner. Dann nehmen wir doch direkt den Krug mal mit. So, wo ist er hin? Obosam? Okay, hier können wir Feuer anmachen. Ist hier vielleicht noch eine Fackel? Hier ist noch eine Fackel. Oh, wir können ja einmal außen rumlaufen. Dann gucken wir uns das hier erstmal um. Und wir brauchen wieder irgendwas zum Werfen. Können wir hier buddeln? Nein. Okay, dann laufen wir mal hier weiter. Und hier haben wir auch noch einen Weg. Wo geht's denn hier hin? Ah, wenn ich zurückkomme, sind die Gegner. Okay. Wen haben wir hier? Okay, das hat mich jetzt ein kleines bisschen getriggert. Oh, der wird vielleicht zwei. Skelettrippe? Hö? Okay, die Blume ist... hat sich woanders hin teleportiert. Müssen wir jetzt die Blume finden? Okay, jetzt irgendwo... an einem Zaun... Okay, hier haben wir auf jeden Fall einen Zaun. Ah, und hier haben wir die Blume. Und wo jetzt? Einfach hier weiter? Sieht er uns wegen dem Nebel nicht? Noch eine Rippe. Okay, wir müssen auf jeden Fall die Blume wiederfinden. Wo ist die Blume? Oh.
Einmal die Glocke läuten. Okay, die Blume kann halt überall sein. Oh, was haben wir hier? Ein Eulenturm! Okay, den nehmen wir natürlich auf jeden Fall mit. Okay, hier brauchen wir irgendwie einen Kraken, einen Fisch und noch irgendwie einen Fisch mit einem offenen Mund. Okay, wir haben einen Teleporter auf jeden Fall aktiviert hierher. Aber wir haben die Blume verloren. Irgendwo muss die sein. Hier sind wir auf jeden Fall hergekommen. Wo ist diese Blume hin? So, was haben wir hier? Nichts. Ich suche einfach mal weiter. Ich gehe einfach mal außen rum. Vielleicht finden wir die Blume irgendwie wieder. Okay, hier ist auf jeden Fall Ende. Und das ist irgendein Zeichen auf einem Stein. Können wir hier alles anzünden? Die Frage ist, wie lange brennt das? Das sind definitiv viele zum Anzünden. Hier ist nichts, hier ist wieder was zum Anzünden. Okay, ich glaube, die gehen irgendwann aus. Oder? Den da oben hatte ich doch schon angezündet. Hier alle. Habe ich einen vergessen? Sieht erstmal nicht so aus. Okay, ist nichts passiert, außer dass wir jetzt hier ein knisterndes Geräusch haben. Dann, ja, müssen wir weiterhin die Blume suchen. Hier irgendwo. Oh, hier leuchtet was Blaues. Okay, ist auch eine Glocke. Zendindi. Okay, hier ist so eine Glocke mit so einem Fisch oder mit so einem offenen Mund. Wo ist diese Blume hin? Okay, hier ist der Kollege wieder. Okay, das ist echt nervig gemacht. Ah, hier ist ein Schalter? Nee.
Und noch ein Schalter. Wir müssen noch was draufsetzen auf den Schalter. Und ich hatte hier auch irgendwo Kürbisse gesehen. Oh. Hier ist die Glocke mit dem Fisch drauf. Das ist ein echt großer Bereich. Eine Minimap wäre hier schon arg von Vorteil. Okay, hier habe ich auf jeden Fall einen Kürbis. Den kann ich schon mal mitnehmen. Dass wir den so weit hier hinterlegen müssen. Ich hoffe, das reicht, wenn wir einen dahinter schleppen und müssen nicht noch irgendwie den zweiten suchen und über die halbe Map tragen. So, einmal hier drauf. Und jetzt wir hier drauf. Das sieht gut aus. Okay. Hier haben wir 10. Die Frage ist, wenn ich hier hochgehe, komme ich auch wieder runter? Und wir können nochmal graben. Oh, okay. Da können wir vielleicht auch wieder runter, wenn wir die hier ranschieben. Okay, das probiere ich. So, jetzt wieder hier runter. Okay, das funktioniert. Und wo kommen wir hier raus? Panzerhügel. Okay, dann sind wir jetzt da oben rausgekommen. Also es ist quasi einfach nur eine Verbindung. Haben wir eine Abkürzung gefunden? Gehe ich wieder zurück. So, hier können wir jetzt immer die Abkürzung nehmen, denke ich mal. So, und jetzt müssen wir immer noch die Blume finden. Nebelwälder. Oh, die habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Ein neuer Gegner. Vielleicht ist hier in der Nähe irgendwo die Blume. Aber die Blume muss doch hier irgendwo sein. Es kann doch nicht so schwer sein, diese Blume zu finden. Die war doch sonst auch hier in der Gegend. Ich habe gedacht, das ist relativ einfach. Oh nein, wir wollen nicht wieder zurückrennen. Hier am Anfang. Oder ist diese Blume... Moment. Neben dem Kürbis oben. Also vielleicht. Ah, hier, okay. Okay, neben dem Zaun. Also wir müssen das Spiel immer wieder neu machen. Hier ist auf jeden Fall ein Zaun. Und irgendwo neben so einem Zaun war auch... Okay, vermutlich weiter unten.
So, okay, hier ist die neben dem Zaun. Okay, und hier hat man absolut nichts gesehen. Es waren einfach nur irgendwie drei kleine Stiele. Es war nichts in der Nähe. Das heißt, es kann im Grunde überall sein. Ich weiß auch nicht, ob das zeitlich begrenzt ist. Ich kann jetzt nur probieren, hier nochmal systematisch alles ein bisschen abzulaufen. Das hat man auch nicht gesehen. Hier ist Wasser und die Glocke. Das hat man auch nicht drauf gesehen. Oh, nee, ich habe gerade gedacht, ich habe hier einen blauen Schimmer entdeckt, aber war dann wohl nicht so. Vielleicht weiter hier oben. Hier ist auch wieder Ende. Wo ist diese Blume? Hier schimmert es irgendwie so leicht blau. Aber es scheint hier nicht zu sein. Okay, ich muss nochmal nach oben. Ah, hier schimmert es einfach nur noch blau, weil hier mal die Blume wahrscheinlich gewesen ist. Ah, die muss ja in diesem Bereich sein. Okay, da sehe ich wieder einen Zaun. Und hier sehe ich ja auf jeden Fall schon wieder das Gebäude. Das war ja auch nicht drauf. Das war ja wirklich nur so ein Ast, der da drauf zu sehen war, und sonst nichts anderes. Ich bin wahrscheinlich schon dreimal dran vorbeigelaufen. Okay, hier sind die Schalter wieder. Ich bin echt überfragt. Wo sollen wir denn noch suchen? Die muss doch da sein. Hier schimmert es auch wieder blau, weil hier war die letzte. Okay, hier ist sie. Oh mein Gott. Nee, bei der Glocke. Das sollten wir finden. Okay, wieder irgendwo im Nirgendwo. Ich probiere es mal einfach hier oben. Oh, wie oft müssen wir diese Blume noch finden?
Da haben wir sie. Oh, und okay. Jetzt haben wir hier jemanden gefunden. Na, wer bist denn du? Saraya. Hallo, mein Name ist Saraya. Wie hast du mich gefunden? Naja, wir sind einfach den blauen Blumen gefolgt. Ich will nicht zurück in die Krypta. Ich mag die frische Luft. Leider hat Fatis Leidenschaft für alte Gegenstände uns beide in Geister verwandelt. Alles nur wegen dieses blöden Medaillons. Nimm es, ich will es nicht mehr. Es hat den Fluch verursacht. Als Fatih es öffnete, verloren wir unsere Körper. Und jetzt sind wir immer an diesem Ort gefesselt. Okay. Keine Sorge, das Medaillon hat seine Kraft verloren. Du kannst es also gefahrlos tragen. Komm bitte einfach wieder, wenn du mit mir spielen willst. Mit einem Geist spielen? Ich weiß ja nicht. Ich habe schon so lange mit niemandem mehr gespielt. Mein letzter echter Freund war Tero, der Sohn des Grabhüters. Wir haben immer auf dem Friedhof von Rodia gespielt. Sieh auf die Spitze der Kuppel. Ich habe eine alte Waffe gefunden. Party weiß nichts davon. Lass uns ein Spiel spielen. Wenn du einen Weg findest, mich wiederzusehen, zeige ich dir, wie man sie sich holen kann, okay? Ich verstecke mich hier und warte auf dich. Hehe. Ja, wenn du dich hier versteckst, dann bist du ja hier, dann haben wir dich gefunden. Medaillon des verfluchten Geistes. Okay, Ursache für des Fluchs. Cassia suchte danach. Und wir haben eine Quest. Eine neue. Es muss einen Weg geben, sie wieder zum Leben zu erwecken, um erneut mit ihr zu sprechen. Ja, vermutlich die Glocken oder irgendwas läuten. Und was auf was für einer Spitze? Hier auf dieser Glockenspitze? Nee. Okay, wir haben auf jeden Fall ein Medaillon bekommen. Das ist schon mal sehr gut. So. Hier können wir immer noch die Glocken läuten. Und die Frage ist, wie können wir sie wiedersehen? Und wahrscheinlich können wir dann hier auch dieses Ding öffnen. Und hier haben wir auf jeden Fall die Symbole, die auf den Glocken drauf sind. Okay, Krake, Fisch und offener Mund. Ich probiere das mal in der Reihenfolge zu betätigen. Also, Krake. Dann haben wir den Fisch irgendwo, ich glaube hier hinten im Wasser gehabt. Genau, das ist der Fisch. Und dann war relativ weit unten dieser offene Mund. Es könnte sein, dass es funktioniert, es muss aber nicht. Aber ich will es auf jeden Fall ausprobiert haben. So, wo war das? Hier unten irgendwo? Genau, und hier ist das mit dem offenen Mund. Perfekt. Damit haben wir auch hier den Eulenturm geöffnet. So. Karuna. Karunana. Okay.
Was müssen wir hier machen? Ist es einfach nur ein Labyrinth, wo wir durchfinden müssen? Ich glaube, es ist einfach nur ein Labyrinth, wo wir durchfinden müssen. Okay. Na, dann laufen wir halt einfach mal ein paar Sackgassen ab. Das ist ja schon fast wie bei Diablo. Immer in einem Dungeon und wir finden immer die nächste Sackgasse. Oh, das ist ein großes Labyrinth. Und mit einem Gegner. Und hier können wir graben. Hier noch nicht. Ich glaube, ich muss am Gegner vorbei. Können wir den... Ah, vielleicht können wir ihn überraschen. Sehr gut. Das ist hoffentlich der richtige Weg, wenn hier ein Gegner war. Okay, ich laufe mal innen rein. Ich werde den Weg nie wieder zurückfinden. Ich hoffe, das gibt eine Abkürzung. Wahrscheinlich müssen wir in die Mitte kommen vom Labyrinth. Oh Mann. Okay, das ist eine Sackgasse. Ach hey, das kann sich ja hier wieder nur um Stunden handeln. Okay, wir sollten vielleicht irgendwie eine Taktik verfolgen, und zwar uns immer rechts an der Wand zu halten. Dann sollten wir zumindest vielleicht automatisch irgendwann in die Mitte kommen. Bitte weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Wir müssen uns heilen. Ich will den ganzen Weg nicht nochmal laufen. Okay, aber ein Gegner ist auf jeden Fall vielleicht schon der richtige Weg. Oder auch nicht, eine Sackgasse. Wir müssen hundertprozentig in die Mitte und ich bin schon wahrscheinlich hier den ganzen Weg schon falsch gelaufen. Okay, da ist auch eine Sackgasse. Dann würden wir hier lang laufen. Und dann laufen wir den ganzen Weg wieder zurück. Eine Sackgasse. Oh, hier waren wir schon mal. Wir haben ja schon gebuddelt. Und hier waren wir schon mal in der Sackgasse.
Okay, ist das jetzt komplett eine Sackgasse gewesen, der ganze Gang hier? Ich muss doch bald schon wieder noch komplett vorne sein. Wir laufen immer hier rein. Da ist eine Sackgasse. Okay, hier geht es momentan nur einen Weg lang. Na danke. Wie soll ich dich denn besiegen? Okay, ich würde sagen, wir trinken so einen halben Trank und probieren einfach an dem Gegner vorbeizurennen. Das scheint mir auf jeden Fall irgendwie der Wächter vom Labyrinth zu sein. Da ist eine Truhe. Okay, kleiner Staubbeutel. Ah, mit dem können wir vielleicht den großen Gegner ausnocken. So, jetzt die Frage, wie kommen wir zu dem hin? Sackgasse? Von da bin ich gekommen. Oh, und da ist noch einer. Oh, die scheinen hier überall zu sein. Wie geht's denn jetzt bitte zurück? Ich muss nochmal hier runter. War hier wirklich komplett Sackgasse? Ja, hier war nur die Truhe. Okay, da ist er wieder. Irgendwas sagt mir, dass hier gleich der Gegner ist. Ja. Ich muss bestimmt an dem vorbei. Okay, wir probieren mal einen Staubbeutel nach ihm zu werfen. Wir trinken erst nochmal. So. Das hat nicht gut geklappt. Fast keine Heilung mehr. Du musst leider da hinten warten. Okay, und wir sind in einer Sackgasse gelandet. Das heißt, ich muss schon wieder an dir vorbei. Okay, wir gehen über die andere Seite. Wir sind schon richtig weit gekommen, glaube ich, tatsächlich. Aber irgendwie kommen wir trotzdem nicht. Okay, wir lassen ihn jetzt einfach auch mal links liegen. Ah, eine Sackgasse. Und wir trinken nochmal so einen gelben Trank. Sorry. Wir haben es eilig. Sieht irgendwie nicht so aus, als würden wir hier in die Mitte kommen. Oh Mann, was ein Weg. Da geht's auch schon wieder lang. Hier vielleicht? Okay. Schon wieder so einer.
Okay, den haben wir einfach ausgetrickst. Oh, und hier ist schon wieder was zum Buddeln. Aber das reicht uns nicht. Wir waren doch jetzt schon überall. Wo geht's denn hier noch weiter? Oh, ich bin echt am Verzweifeln gerade hier. Eine Sackgasse. Vielleicht sollte ich mir das irgendwie aufmalen. Sackgasse. Da ist auch wieder eine Sackgasse. Aber hier geht's erstmal noch weiter. Ich habe das Gefühl, hier war ich schon mal hier unten. Und wir müssen doch bestimmt in die Mitte und nicht an den Rand. Da ist die Kiste. Da ist die zweite Kiste. Oh Mann, wie komme ich da hin? Okay, wir sind fast da. Aber hier ist eine Sackgasse einfach. Oh mein Gott, wie komme ich denn bitte zu den Kisten hin? Okay, wir müssen auf jeden Fall außen rum. Und hier war auch die Sackgasse. Und hier neben scheint noch ein Weg lang zu gehen. Okay, den müssen wir auf jeden Fall finden. Hier ist auch wieder eine Sackgasse. Ach, herrje. Okay. Irgendwie immer links halten. Um so weit runterzukommen wie möglich. Ich habe die Orientierung schon komplett verloren. Aber hier geht's auf jeden Fall weit rüber. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ich bin da. 50 Dindi. Öffnen. Oh, ein kleiner Bug. Nochmal 50 Dindi. Und nochmal 50 Dindi. War das jetzt alles hier drinne? Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, ob das, ob wir einfach nur 150 Gold finden. In diesem Labyrinth. Das waren auf jeden Fall die drei Kisten. Okay, Moment. Ich habe eine Idee. Lied des Windes. So, und wir können natürlich uns hier zu Caruana hinteleportieren. So, und wir haben auf jeden Fall jetzt hier 150 Dindi gefunden. Und ich denke, vielleicht war das schon alles,
Ich hoffe mal, weil ich habe keine Lust, nochmal da ins Labyrinth zu gehen. Aber da waren ja im Prinzip, wir haben den Ort gefunden mit den drei großen Kisten. Und die großen Gegner können wir eh noch nicht besiegen. Also würde ich sagen, wir waren erfolgreich. Und ich würde jetzt erstmal in der nächsten Folge in den Bobo-Tempel reingucken. Wir haben ja hier den Teleportplatz, falls wir irgendwann doch nochmal hier reingucken wollen. Aber ich bin erstmal zufrieden. Wir haben zumindest das Labyrinth, denke ich mal, gelöst mit 150 Dindi. Also, würde ich sagen, macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal.